Früher Arbeitsplatz, heute Ruine. Am Dienstag wurde im Justizzentrum Anhalt eine Ausstellung mit Werken des Graffiti-Künstlers Matthias Frobel und des Fotografen Michael Hesselbart eröffnet. Unter dem Titel Früher Arbeitsplatz, heute Ruine werden in den kommenden 2 Monaten zu den üblichen Dienstzeiten des Justizzentrums teils großformatige, mit Graffiti besprühte Leinwände sowie Fotografien präsentiert, die sich mit der Thematik des Verfalls aufgegebener Industriestandorte in Mitteldeutschland befassen.